Sie, ich habe nicht im Auftrag der Aufnahmeleitung Herrn Ehring an die rasch fortschreitende Zeit erinnert, damit Sie das hier mit sinnlosem Gejohle dann auffüllen. Nicht? Womöglich hat er noch eine Pointe gehabt, ja? Da hätten wir Ihnen die auch geben können. Also ist, denken Sie dann, wir sind über die Zeit. Island führt gegen England 2-1. Ich bin mir nicht sicher, ob jetzt Ihr Gejohle eine Abneigung gegen England als Land ausdrückt. Das sind Sie vorsichtig, nicht? Wir wissen nicht ganz genau, was die da abgewählt haben. Übrigens, falls Sie es noch nicht mitbekommen haben, die Wahlbeteiligung bei den Engländern von 18 bis 25 Jahren lag bei 35%. Die Wahlbeteiligung der über 65-Jährigen lag bei 85%. Also die haben sich mit dem Rollator mit letzter Kraft an die Wahlurne geschleppt, bevor sie zu ihrer eigenen müssen, um da irgendetwas freien Lauf zu lassen. Was, hören Sie, was sagt uns das? Ich glaube, wir wissen es noch nicht genau, aber eins dürfte schon mal klar sein, nie wieder können junge Leute sagen, zur Wahl brauche ich gar nicht gehen, ich kann ja eh nichts ändern. Das können Sie vergessen. Ja? Da werden Sie noch lange dran denken. Das Zweite ist, was bringt alte Menschen bei schlechtem Wetter dazu, in einem solchen Ausmaß zum Wählen zu gehen? Es muss eine ganz lange anhaltende, ganz tief sitzende Wut gewesen sein. Die ersten Kommentatoren vermuten, es ist eine über 3 Jahrzehnte lang angestaute Wut der zu kurz gekommenen, die sich da Bahn gebrochen hat, dass es ihnen hinterher noch schlechter geht womöglich. Und die Anführer ihrer Wut, diejenigen waren, die ihnen das eingebrockt haben, das wird ihnen später erst klar werden. Aber und deswegen haben die eine Wut, blinde Wut, gebe ich zu. Und diese Wut hatte auch ein bisschen Schaum vorm Mund, das konnte man erkennen. Wutbürger wird jetzt wieder geschrieben, was ich ablehne. Das ist ein Begriff, der erfunden wurde, um die Leute bei der Stuttgarter Bahnhof 21 Demonstration zu verunglimpfen. Um zu sagen, das sind Leute, die haben Schaum vorm Mund. Diese Leute bei Stuttgart 21 waren nicht blind vor Wut, die waren zornig. Und das ist ein Unterschied. Der Zorn ist eine große kulturelle Kraft des christlichen Abendlandes. Zitat Ende, Franz von Assisi. Nur mal am Rande. Ja, ich zitiere gern unverdächtige Leute. Genau, zum Zorn wollte ich noch sagen. Wozu brauchen wir den Zorn im Gegensatz zur Wut? Ich sage es Ihnen. Das hat den Engländern ein bisschen gefehlt. Aber es kann vielleicht jetzt wiederholt. Man weiß es ja nicht. Damit so lange wiederholt, bis sie richtig gewählt haben. Nicht? Es gibt einen Satz von Papst Gregor dem Großen. Die Vernunft kann sich dem Bösen mit größerer Wucht entgegenstellen, wenn der Zorn ihr dabei dienstbar zur Hand geht. Der Zorn im Dienst der Vernunft. Das hohe Lied der Vernunft, übrigens ein Zitat aus dem 7. Jahrhundert. 7. Jahrhundert, da waren die Päpste, hatten noch alle Tassen im Schrank. Ja. Beachtlich, wie weit die waren. Da kann doch keiner sagen, es gab anschließend 1000 Jahre Fortschritt. Nicht? Das kann man nicht behaupten. So viel zum Zorn. Jetzt ist natürlich die Frage, nicht, wenn wir mit Macht und der Vernunft dem Bösen, was ist das Böse heutzutage? Nicht? Ist Herr Seehofer das Böse? Oder Herr Söder? Egal. Nein, natürlich nicht. Da täten wir dem Bösen Unrecht. Nicht? Nein. Hören Sie, alles was recht ist. Nicht? Das Böse müssen wir uns groß und wirkmächtig vorstellen. Da fallen Kreaturen wie Söder und Seehofer automatisch aus. Nicht? Was sie sind, weiß ich nicht, will ich auch jetzt meine Zeit nicht für. Furunkel am Gesäß des Bösen, könnte man vielleicht sagen. Nicht, das könnte man sagen, aber mehr auch nicht. Nicht? Wir wollen jetzt aber auch nicht philosophieren, was ist jetzt das Böse in unserer heutigen Zeit. Ich sag's Ihnen, Sie kommen sowieso nicht drauf. Ich will auch nicht, dass Sie mitmachen.
Das Böse in der heutigen Zeit ist die Habgier, nicht wahr? Natürlich die Habgier, eine der großen Todsünden, die seit, ja, von allen großen Kulturen dieser Erde seit Tausenden von Jahren bekämpft wird, aussichtslos. Man kriegt sie mal unter, aber sie wird nicht auszurotten sein, man kann sie aber klein halten. Im Moment scheitern wir beim Kleinhalten. Die Habgier regiert und Söder und Seehofer sind Mitesser der Habgier. Das wäre fürs, ich glaube, das ist fürs Feuilleton besser. Da ist so ein kleines Wortspiel eingearbeitet. Mitesser der Habgier. Nicht? Das ist es. Und um auf den Grundkonflikt zu sprechen zu kommen und damit das Ganze abzurunden, noch mehr oder weniger, weil die Zeit natürlich auch für mich galoppiert, nicht wahr? Wenn wir noch nie so viele Flüchtlinge hatten in der Geschichte der Menschheit wie jetzt, mit 65 bis 70 Millionen, und sie werden eher mehr als weniger. Wenn wir eine ganze Generation von jugendlichen Arbeitslosen, jungen arbeitslosen Menschen in Südeuropa haben und nicht nur dort. Verzweifelte Leute, die unsinnig wählen, nur um ihrer Wut Luft zu machen. Was ist der Kernkonflikt unserer Zeit? Ich kann Ihnen mit einem Zitat dienen von einem der berühmtesten und erfolgreichsten Großinvestoren aller Zeiten. Warren Buffett, legendär. Man schätzt, dass er 60 Milliarden auf der hohen Kante hat. 60 allerdings nur Dollar. Nur Dollar. Warren Buffett wurde von der New York Times gefragt, was ist der zentrale Konflikt unserer Tage? Und Warren Buffett hat schlicht geantwortet, er hat gesagt, das sollten doch jeder wissen. Es ist der Krieg. Der Krieg reich gegen arm. Und meine Klasse, die Klasse der Reichen, hat diesen Krieg begonnen und wird ihn auch gewinnen. Ende des Zitats. Dem muss man nicht viel hinzufügen, nicht? Da sind keine Zweideutigkeiten, nichts. Nehmen Sie es mit nach Hause, wenn Sie Zeit haben. Und Enkel, zeigen Sie Ihren Enkeln, wie man mit Bleistift und Papier Kreuze auf ein Blatt macht. Lassen Sie sich dafür von Ihren Enkeln zeigen, wie Sie auf die Internetseite von Goldgrund kommen. Und wenn Sie dann noch Zeit übrig haben, gehen Sie, solange Sie krauchen können, zum Ensemble der Lach- und Schießgesellschaft.